Mein Name ist Julia Neuhaus und ich bin Illustratorin. Ich habe an der HAW Hamburg Buchillustration studiert. Im Studium probiert man viel aus. Ich habe Malerei und Zeichnung gelernt und es hat so einige Umwege gebraucht, bis ich eigene Bildwelten und eigene Figuren erfunden habe und bis ich so zu meiner Technik der Collage gefunden habe. Am Anfang habe ich die Collage noch mit Acrylfarbe übermalt. Das war dann so eine Art Mischtechnik. Und in dieser Technik ist auch mein erstes Bilderbuch morgens früh um 6 die Geschichte von der kleinen Hexe und dem dicken Heinz entstanden. Das ist dann 2009 beim Hinsdorf Verlag erschienen. Später habe ich dann eigentlich nur noch digital kollagiert, also im Rechner. Ich benutze da verschiedenste Materialien, gemaltes, gezeichnetes, alte Papiere, Fotos und verarbeite sie am Computer weiter. Für mich ist das eine ganz tolle Technik und die hat für mich so viele Vorteile. Ich kann da ganz flexibel mitarbeiten und bin relativ wandelbar. Und das Arbeiten ist so ein ganz assoziatives, spielerisches Arbeiten. Dabei passieren immer wieder Zufälle, die man auch gar nicht planen kann, die einen zu neuen Ideen führen und das macht mir Freude. Mittlerweile arbeite ich ziemlich viel mit meinem Mann, dem Autoren und Trickfilmer Till Penzek zusammen. Mittlerweile haben wir 6 Bilderbücher zusammen gemacht und eins davon ist Als die Großen klein waren. Und Als die Großen klein waren eignet sich ganz gut dafür, mal exemplarisch zu zeigen, wie so der Arbeitsablauf von einem Buch ist. Bei Als die Großen klein waren war es so, dass der Till die Idee zu dem Buch hatte. Er wollte gerne ein Buch machen über all die Dinge, die es in unserer Kindheit gegeben hat, die Kinder von heute aber nicht mehr kennen. Also zum Beispiel Telefonzellen, Wählscheibentelefone, Kassettenrekorder, Videotheken, Diaabende, all solche Dinge. Die ersten Überlegungen haben uns dahin geführt, dass sich so herauskristallisierte, dass es ein Hybrid werden sollte zwischen Sachbuch und erzählendem Bilderbuch. Und wir wollten gerne, dass Tiere die Protagonisten in unserem Buch sind. Dann stand die Verlagssuche an und wir haben mit Nilpferd und dem G&G Verlag dann auch einen Verlag gefunden, der die Idee super fand und der das Buch mit uns machen wollte. Ja, also wie ist dann so der Arbeitsablauf? Wie geht's richtig los? Eigentlich macht man zuerst ein detailliertes Storyboard. Das heißt, ich muss genau wissen, auf welcher Seite was passiert, damit ich das ganze Buch vernünftig planen kann. Und wenn das passiert ist, dann fängt der Till mit den Texten an und ich fange an, erste Bilder zu machen. Beim Bildermachen sind normalerweise die Figuren das Erste, womit ich anfange. Also das heißt, ich fange an, eine Figur zu bauen und mir zu überlegen, was die machen soll, wie die sich fühlt. Und davon hängt natürlich auch ab, wie die dann aussieht. Und eine zweite Sache bei diesem Buch, besonders wichtig, sind die Orte und die Gegenstände. Also die machen einfach einen großen Teil der ganzen Geschichte aus. Zum Beispiel ist der Negativfilm und die Fotoabzüge und die Boxen zum Abholen der Fotos, die sind natürlich essentiell für das Fotogeschäft der 80er Jahre. Das muss alles stimmen. In dem ganzen Arbeitsprozess arbeiten Till und ich ziemlich eng zusammen. Das heißt, ich kommentiere Tills Texte und Till kommentiert meine Bilder. Das ist so ein bisschen wie so ein Ping-Pong-Spiel. Die Bildideen entwickeln wir meistens zusammen. Und was bei uns einigermaßen ungewöhnlich ist, ist, dass der Autor die Skizzen macht. Der kann das einfach besser. Und dadurch kommt das manchmal vor, dass ich beim Illustrieren versuche, genau den Gesichtsausdruck eines verwirrten Hundes aus Tills erster Skizze hinzukriegen. Aber das macht dann auch besonders Spaß. Manchmal entwickelt sich so ein Bild aber auch in eine ganz andere Richtung als die anfängliche Skizze. Während des Bildermachens mache ich eigentlich die komplette Buchgestaltung mit. Das heißt im Normalfall auch das Layout und die Typografie.
Für mich gehört das einfach zusammen. Ich schiebe den Text genau wie meine Collageteile des Bildes hin und her und ich kann das gar nicht voneinander trennen. Der Text gehört für mich zum späteren Bild dazu. Ja, und am Ende ist es immer ein total tolles Gefühl, das fertige, gedruckte Buch in der Hand zu haben. Zu unseren Büchern machen wir viel Lesungen und Workshops. Es ist immer total klasse, wenn man direktes Feedback zu dem bekommt, was man da gemacht hat. Und bei Als die Großen klein waren, ist es besonders schön, wenn Erwachsene mit in die Diskussion einsteigen können. Da kann man dann wirklich Erfahrungen austauschen. Wir bringen meistens zu den Lesungen auch die Geräte mit. Das heißt, man kann dann selber ausprobieren oder die Kinder können selber ausprobieren. Und am Ende wird das dann eine sehr unterhaltsame Reise in die Vergangenheit. Neben Veranstaltungen mit Kindern mache ich auch Seminare und Fortbildungen für Erwachsene zu den Themen Rezeption von Kinderbüchern und Bilderlesen lernen. Ich habe einfach gemerkt, dass neben meiner praktischen Arbeit es mir wichtig ist, mich auch mit der Theorie auseinanderzusetzen. Für die AIUM zum Beispiel habe ich 2017 ein Seminar gegeben, das hieß die Sprache der Bilder. Das war gedacht für Rezensenten, Lehrer, Erzieher, Buchvermittler, für alle Leute, die etwas über die Bildsprache lernen wollten. Ich habe gemerkt, für mich ist es wichtig, nicht nur schöne Bildchen zu machen, sondern ich will einfach auch immer wissen, warum ein Bild so funktioniert und nicht etwa anders.